Die Sache mit dem Dislike-Bot ist, ich habe mich ein bisschen informiert über, weil ich habe irgendwie komischerweise ziemlich viele Abos bekommen, als dieser Dislike-Bot auf mich war, oder beziehungsweise einfach ziemlich viele Leute gehabt, die das Video dann gesehen haben. Und das hat sogar eine ganz einfache Erklärung. Und die ist nämlich so, dass YouTube einen Algorithmus hat, der, beziehungsweise meine Videos, die Videos werden gerankt nach der, nach den Bewertungen. Früher war es nämlich so, wie ich das immer noch dachte. Negative Bewertungen machen das Video weiter nach unten gerankt und positive Bewertungen weiter nach oben. Ist ja ganz klar. Aber jetzt ist es einfach so, dass die nicht mehr die positiven bzw. negativen Bewertungen zählen, sondern dass einfach allgemein die Bewertungen auf allgemein die Bewertungen auf den Videos zählen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und das heißt, dass der Dislike-Botter im Prinzip insgeheim mir damit eigentlich einen Gefallen getan hat. Ich finde das natürlich immer noch nicht geil. Also es heißt natürlich nicht, dass Likes jetzt irgendwie toll sind. Das dürfte auf keinen Fall, Dislikes natürlich irgendwie toll sind. Vor allem Bots ist ja eigentlich egal. Aber ich habe hier ein wichtiges Kommentar. Würde ich gerne von einem Zuschauer einblenden. Der hat nämlich geschrieben, dass er, das ist eigentlich, Moritz, hier kann das doch eigentlich egal sein wegen Dislike-Bots. Denn es ist eigentlich nur eine Person und eigentlich stimmt das wirklich. Und deswegen, Leute, ihr habt mir auf jeden Fall ziemlich viel Motivation wiedergeben und ja. Take these walls and rip them down. Take my and slip them So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PvP vs. You nach dem Video, was ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt. Ich möchte heute noch ein bisschen darüber reden, weil das waren halt nur Texte, das sagt nicht so viel aus. Aber ja, ich muss aber davor sagen, ich habe ziemlich viel Motivation wieder durch euch bekommen. Also ich würde mich auf jeden Fall echt, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr mir die Motivation zurückgegeben habt. Und ja, da merkt man auf jeden Fall, was für eine coole Community einfach meine Videos guckt. Und ich muss bei Ihnen kurz meine Sounds anmachen. Die sind sogar an. Egal. Okay, und mit dabei ist der Mask Tourist. Der hat nämlich, ja, durch das Rand, durch die Aktivität und so weiter das geschafft. Ihr seid natürlich, jeder, der aktiv ist, ich merke das ja, schreibt einfach mal Hashtag. Ich möchte bei der nächsten Folge dabei sein und Leute, Alter, ich verkacke gerade übel, weil ich das ist ernsthaft meine erste Runde, die ich heute Minecraft ich spiele. Auch. Oh, das ist natürlich gut. Dann haben wir gleiche Chancen. Oh no! Okay, das ist meine erste Runde, die ich heute Minecraft spiele. Und ich habe rechts neben mir jetzt eine Softbox. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen mit euch über das Thema reden. Dabei seht ihr jetzt die Stats, seht ihr jetzt hier. Da Stats 1:0 steht da jetzt. Ist alles schön eingerichtet, Leute. Ich habe viel von vielen mitgekommen. Ja, das fuckt voll übel ab, wenn das die ganze Zeit da so unten steht, wenn es die ganze Zeit da steht. Weil das halt ziemlich viel vom Platz wegnimmt und die Facecam muss halt dann nach unten und das hat euch übel abgefuckt. Deswegen habe ich das natürlich jetzt für euch geändert. Ja. Oh lol, okay. Und ja, wir stocken jetzt erstmal und das, die Sache mit dem Dislike-Bot ist, ich habe mich ein bisschen informiert über, weil ich habe irgendwie komischerweise ziemlich viele Abos bekommen, als dieser Dislike-Bot auf mich war oder beziehungsweise einfach ziemlich viele Leute gehabt, die das Video dann gesehen haben. Und das hat sogar eine ganz einfache Erklärung und die ist nämlich so, dass YouTube einen Algorithmus hat, der, beziehungsweise meine Videos, die Videos werden gerankt nach der, nach den Bewertungen. Früher war es nämlich so, wie ich das immer noch dachte. Negative Bewertungen machen das Video weiter nach unten gerankt und positive Bewertungen weiter nach oben. Ist ja ganz klar. Aber jetzt ist es einfach so, dass die nicht mehr die positiven bzw. negativen Bewertungen zählen, sondern dass einfach allgemein die Bewertungen auf allgemein die Bewertungen auf den Videos zählen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und das heißt, dass der Dislike-Botter im Prinzip insgeheim mir damit eigentlich einen Gefallen getan hat. Ich finde das natürlich immer noch nicht geil. Also es heißt natürlich nicht, dass Likes jetzt irgendwie toll sind. Das dürfte auf keinen Fall Dislikes natürlich irgendwie toll sind. Vor allem Bots ist ja eigentlich egal. Aber ich habe hier ein wichtiges Kommentar. Würde ich gerne von einem Zuschauer einblenden. Der hat nämlich geschrieben, dass er das ist eigentlich, Moritz, hier kann das doch eigentlich egal sein wegen Dislike-Bots. Denn es ist eigentlich nur eine Person und eigentlich stimmt das wirklich. Und deswegen, Leute, ihr habt mir auf jeden Fall ziemlich viel Motivation wiedergegeben und ja, eigentlich muss ich mich da wirklich langsam gar nicht mehr drüber aufregen. Was ich auch, lol, alles klar, was ich auch, Alter, wie ich mich erschrocken hab, was ich auch eigentlich gar nicht mehr tue. Und warte mal. Ja, das ist einfach, warte, was gibt's?
Wenn mein Hund hat, mich gerade so. Oh, dein Hund jault! Was ist hier los? Keine Ahnung, du machst das den ganzen Tag. Okay, schon. Ich würde sagen, wir. Ja, mein Hund hat auch manchmal so seine Tage, ne? Normal. Da, 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 da. Okay, wenn ihr mal Bock habt, gegen mich zu zocken, einfach mal Hashtag aktiv in den Kommentare und einfach ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Und ich lasse auf jeden Fall die Bewertung an, denn, ja, ihr wisst jetzt Bescheid wegen dem Disliken und so. Ja, das ist mir eigentlich jetzt Schnuppe. So, lass mal, also ich habe auf jeden Fall die Runde gewonnen. 5:0, alter Vater, was geht da ab? Und ich würde jetzt sagen, wir zocken. Weißt du was? Ich bin voll der Bad Boy, ne? Jetzt kommt's. Weißt du, was er gemacht hat? Mein Hund hat nicht hingeguckt. Ich habe ihn dann aus dem Zimmer geschoben und dann habe ich ihn. Hab ja, mach mal richtig auf mich. Mach mal richtig auf mich. Mach mal richtig. Hier ist Klick. Nein, richtig. Nicht schlagen. Ah. So, Leute, jetzt machen wir noch ein paar Teamkämpfe, damit ich noch ein bisschen mehr reden kann. Und, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr immer noch so aktiv bleibt wie auf den letzten Videos. Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, denn, ja. Das wäre ziemlich cool. Okay, der eine hat Anti-Knockback, oder? Ne, hat er nicht. Das war gerade nur ein Bug. Glaube ich zumindest. Warte, versuch ein bisschen den einen wegzuhalten. Ich kick den anderen nämlich. Hat der Anti-Knockback? Das sieht mir irgendwie so merkwürdig aus. Ich komme, keine Angst. Keine Angst, ich komme. Ich rede dich. Ich wusste nicht, den Berg hoch. Oh, shit. Okay, wir haben ihn. Leute, und ja, deswegen einfach würde ich mich einfach nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich mich jetzt eigentlich bedanken soll, aber das ist auf jeden Fall total geil von euch gewesen und jo. Ja, das freut mich, jo. Eigentlich habe ich dadurch nur noch mehr Motivation an YouTube bekommen und ja, hätte ich nicht erwartet, dass das so krass abgeht. Nein, was ist da los, Alter? Was ist bei dem Server los? Ich sehe die, glaube ich, wieder nicht. Ich glaube, ich sehe die nicht. Oh, scheiße. Ja, no chance. Komm, verpiss dich doch, Alter. Ganz im Ernst. Wo bist du? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist doch lächerlich. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach nicht, Alter. Auch nicht. Ich sehe nur diesen Typen. Das ist der einzige, den ich gesehen habe. Hey, was ist das, Alter? Ich auch nicht. Keine Ahnung, wo der war. So, Leute. Und damit würde ich mich einfach mal jetzt verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Video. Das ist für die Leute, die es nicht wissen, am Donnerstag. Das ist das Minigames-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bis zum nächsten Video und ciao.